Hallo ihr Lieben! Ja, also in meinem heutigen Beitrag erkläre ich euch, was die Green Card Lotterie ist. Bis 2018 hatte ich selbst davon auch noch nichts gehört und dank meiner ehemaligen Arbeitskollegin Natalia weiß ich jetzt, was es ist. Ja, wie gesagt, also sie hatte mir in 2018 so ganz nebenbei mal auf der Arbeit erzählt, dass sie in der Green Card Lotterie gewonnen hatte, ihre Green Card. Und sie ist eigentlich original aus Moldawien und es hat mich dann natürlich interessiert. Ich habe zuerst gedacht, sie nimmt mich auf die Schippe und dann habe ich mich mal im Internet auf die Suche gemacht und überhaupt mal geschaut, ob das Ganze überhaupt wahr ist und ob es sowas überhaupt gibt. Dazu habe ich dann hier in meinem Video für euch die Fakten zusammengetragen. Ja, auch in 2022 ist ja die USA immer noch das Auswanderziel Nummer 1 bei vielen Menschen auf der Welt, insbesondere bei den Deutschen. Ja, natürlich ist es nicht so einfach, heutzutage offiziell an eine Green Card für die USA zu kommen, an eine Arbeitserlaubnis sozusagen. Und manche haben Glück, also wenn man eine ausgefallene Jobbranche arbeitet, einen gut qualifizierten Beruf hat oder man hat Familie in den USA oder natürlich auch durch eine Heirat eine Green Card kommt, ist das natürlich super. Aber natürlich nicht jeder hat so ein Glück und deshalb, man kann ja sein Glück hier mal auf der Green Card Lotterie probieren und einfach teilnehmen. Ja, wie erkläre ich euch? Es gibt eigentlich nur zwei Voraussetzungen, um ganz offiziell teilzunehmen. Und die erkläre ich euch jetzt. Also die erste Voraussetzung ist, dass man nicht aus einem Land kommt, das aufgeführt ist in der ausgeschlossenen Länderliste. Das heißt, Länder, die aus denen mehr als 50.000 Personen in den letzten 5 Jahren offiziell in die USA eingereist sind, sind automatisch ausgeschlossen. Diese Liste ändert sich von Jahr zu Jahr. Also ich persönlich empfehle so alle 6 Monate, weil ich konnte im Internet nicht genau sehen, wann genau diese Liste aktualisiert wird. Ich sage einfach mal, ich würde einfach alle 6 Monate schauen, ob diese Liste aktualisiert wurde und ob das Land, aus dem du bist, draufsteht oder nicht. Also wenn dein Land da gelistet ist, bist du für dieses Jahr, kannst du halt nicht an der Lotterie teilnehmen. Wenn dein Land nicht gelistet ist, kannst du an der Lotterie teilnehmen. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass du mindestens einen Highschool-Abschluss hast. Das ist gleichzustellen mit der 12. Klasse in Deutschland oder auch dem Realschulabschluss. Oder man hat eine 2-jährige Berufsausbildung innerhalb der letzten 5 Jahre in einem Beruf absolviert, für die man mindestens eine 2-jährige Ausbildung oder Einarbeitung benötigt und hat einen offiziellen Nachweis darüber, also einen Abschluss, einen IHK-Abschluss sozusagen. Das sind also die 2 Grundvoraussetzungen, die man braucht, um an der Lotterie teilzunehmen. Ja, Sprachkenntnisse. Also es sind keine besonderen Sprachkenntnisse erforderlich, um an der Lotterie teilzunehmen. Allerdings ist die Bewerbungsunterlagen im Internet sind in Englisch. Also man sollte zumindest so viel Englisch sprechen, um die Bewerbungsunterlagen auszufüllen. Für mich macht das also auch keinen Sinn, wenn man also in ein Land, jetzt egal ob das Italien, Spanien, USA, Neuseeland oder was auch wo immerhin auswandern möchte und keine Sprachkenntnisse hat. Also ich will ja nicht in ein Land einreisen und mich überhaupt gar nicht verständigen können, wenn ich ganz besonders, wenn ich da arbeiten möchte. Also ich muss mich durch den Alltag schlagen und muss mich auch durch die Arbeit schlagen. Also da muss ich schon die Sprachkenntnisse haben für den täglichen Ablauf. Also mein Englisch war jetzt auch nicht perfekt, als ich vor vielen Jahren hier eingereist bin. Aber ich arbeite hier und
wenn man mit Leuten zusammen ist, wenn man die Sprache immer hört, dann kommt das irgendwann. Also ich kann nur empfehlen, dass man die Sprache schon bis zum bestimmten Grad sprechen sollte und verstehen sollte, um teilzunehmen und auch in so ein Land auszuwandern. Offiziell heißt das Ganze Diversity Immigrant Visa Programm. Es gibt verschiedene Links, wo ich unter den Kommentaren tue ich die für euch dann auflisten und schreibe auch noch mal gerne dazu, welcher Link für was ist. Da könnt ihr dann also auch noch mal nachschauen. Die Teilnahme, den Teilnahmelink, die Liste der ausgeschlossenen Länder, diesen Link und natürlich auch die Prüfung, ob man gewonnen hat. Dazu komme ich jetzt auch gleich noch mal. Also die Teilnahme ist jedes Jahr möglich zwischen Oktober und November. Muss man also sich registrieren und teilnehmen. Und da werden also 50.000 Green Cards unter den Teilnehmern verlost. Das Ganze wird gesteuert vom US State Department und die Losnummern werden also im Computer generiert. Also das ist EDV gesteuert, da ist also, es ist ganz offiziell, da ist, kann eigentlich kein Schmuck gemacht werden. 50.000 Green Cards hören sich also auch eine ganze Menge an. Ich habe also da auch mal geschaut, es sind also aber auch eine ganze Menge Teilnehmer. Aber ich sag mal, es ist eine legale Chance für 50.000 Leute, an eine Green Card zu kommen. Ich finde, es ist eine super Sache. Und wenn man also da Interesse hat, auszuwandern und möchte eine Chance haben, da sollte man auf jeden Fall nutzen. Was man also bedenken sollte, ist also, da war noch mal dann so eine. Ein paar Sachen, die rausgestanden haben für mich, die ich noch mit euch teilen möchte. Und zwar, was wichtig ist, also jede Person darf nur einmal an der Lotterie teilnehmen. Mehrfaches Ausfüllen des Teilnehmerformulares kann also sogar zur Disqualifizierung führen. Man hat also nur 60 Minuten Zeit, das Anmeldeformular und alle Fragen zu beantworten. Also da läuft eine Stoppuhr mit und da muss man das also wirklich in 60 Minuten muss es über die Bühne sein. Und dann braucht man noch ein Foto, das hochgeladen werden muss. Das muss die Größe, die gleiche Größe, die man benutzt für den Reisepass. Und was also ganz wichtig ist, wenn man fertig ist, kriegt man eine Bestätigungsnummer für die Teilnahme. Die sollte man sich ausdrucken oder notieren, denn man wird also nicht benachrichtigt von dem US State Department oder irgendwem, sondern man muss selbst nachschauen im Folgejahr, ob man in der Green Card Lotterie gewonnen hat. Und zwar ist das möglich ab Mai des nächsten Jahres. Das heißt, wenn ich im Oktober, November 2021 an der Lotterie teilgenommen habe, kann ich ab Mai 2022 mit der Bestätigungsnummer nachschauen, ob ich eine Green Card gewonnen habe oder nicht. Wie gesagt, also es ist ein EDV-gesteuerter Zufallsgenerator, der die Losnummern zieht. Also da kann kein Schmuck gemacht werden. Das ist ganz, läuft ganz offiziell ab über das US State Department. Und wie gesagt, ab Mai könnt ihr dann nachschauen, ob ihr Glück hattet und vielleicht schon bald einreisen könnt. Ja, ich habe dann noch so ein bisschen Recherche im Internet gemacht und unter anderem halt auch gesehen, dass also es gibt also auch Firmen, die anbieten, die Teilnahme für einen zu machen, für relativ kleines Geld, 200-300 € teilweise. Ich finde, das ist ein bisschen Geldverschwendung, weil wenn ich jetzt so viel Englisch beherrsche, dass ich die Teilnahme, den Teilnahmebogen im Internet selber ausfüllen kann, das ist also wirklich auf der Website alles genau aufgeschrieben. Dann kann ich mir das Geld sparen, ein Foto hochladen, das kann, glaube ich, heutzutage auch so ziemlich jeder. Da muss ich das Geld nicht nochmal dafür ausgeben und eine Firma beauftragen, die das für mich macht. Aber ihr könnt das natürlich selbst entscheiden. Da kann man ganz einfach die Firmen finden im Internet, wenn man ein bisschen sucht. Das ist relativ einfach. Wie gesagt, die Links habe ich unten bei den Kommentaren für euch alle aufgelistet. Ich habe also auch nochmal einen Link habe ich dazu noch gefunden. Das ist nicht die offizielle Website. Aber da ist auch die Lotterie-Website und die hat jemand sich die Mühe gemacht und hat sie ins Deutsche übersetzt. Da könnt ihr gerne nochmal alles nachlesen, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Und im Detail, falls ihr das euch nochmal aufschreiben möchtet oder so. Und den Link habe ich unten auch nochmal für euch dazu gemacht.
Ja, und jetzt bleibt mir nichts übrig, als euch ganz viel Glück zu wünschen, wenn ihr an der Lotterie teilnehmen möchtet. Ich hoffe, euch hat mein Beitrag heute gefallen. Ihr habt wieder was gelernt. Und wie immer freue ich mich über den hier. Und vielleicht, wenn ihr in Zukunft, wenn euch meine Videos gefallen, den Subscribe-Knopf drücken möchtet, würde ich mich natürlich auch freuen, damit ihr meine Videos nicht verpasst, wenn ein neues rauskommt. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Eure Petra. Tschüss.